Deswegen würde ich sagen, wir gehen erst in die Mine und dann mit Mordrak zum neuen Lager. Obwohl es eigentlich ein Umweg ist, aber besser als zum neuen Lager, dann zur Mine und dann wieder zum neuen Lager. Deswegen werde ich speichern und zum neuen, nee, zur alten Mine latschen. Jo. Und zwar werde ich da durchsprinten, weil da sind Wölfe und alles und mit dem würde ich mich nicht unbedingt anlegen. Nee, das ist nicht sprinten. Ich habe keinen Schnelligkeitstrank. Scheiße. So. Hey, 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 hey. Chill, Digga, chill, chill, chill. Seraphis. Ein paar Höllenpilze. Also ich muss immer die linke Maustaste gedrückt halten und dann nach vorne drücken. Also in diesem Fall ist es jetzt W und im zweiten Teil, also ab dem zweiten Teil ist es dann besser gewählt worden, finde ich. Weil dann muss man einfach nur noch linke Maustaste drücken. Das ist um einiges leichter. Ist jetzt nur ein Wolf, weil wenn er jetzt nur ein Wolf ist, dann... Okay. Okay, vergessen wir das mit dem Wolf. Wir laufen einfach durch. Das mit dem Intro tut mir wie gesagt leid. Schade, schade. Lululu, ich liebe Äpfel. Lululu, mehr als du. Lululu, der Apfel kann viel mehr als du, Lulu. Hier nimm die Maulwurz, Alter. Lass mich aber in Ruhe. Yeah. Perfekt. Wir sind durchgekommen, ohne Schaden zu nehmen. Also das ist an allen Gothic-Teilen so, also in allen Gothic-Teilen so. Man muss immer sehr, sehr viel laufen und sehr, sehr viel reden. Aber im Grunde ist das ziemlich lustig, finde ich. Also Gothic ist auch eins meiner Lieblingsspiele. Hm. Also Arcania ist eigentlich schon eine Schande, sich Gothic zu nennen. Das darf eigentlich gar nicht Gothic heißen. Aber naja. Gut. Sind wir auch schon gleich in der Mine, wo ich beim ersten Mal durchspielen Problem hatte, ihn zu finden, weil ich dachte mir so, hä? What the fuck? Und ich sag euch auch gleich warum. Jo. Jo, jo, jo. So. Wenn man... Also ich bin da hinten rumgelaufen, dann bin ich hier runter, dann bin ich da unten rein, ich habe nie irgendwas gefunden. Bis ich den Gang da gefunden habe, den ich euch gleich zeigen werde. Und ich habe nie verstanden, warum die dagegen hauen. Also man kann auch selbst mit einer Spitzhacke da gegen diese Erzbrocken hauen. Allerdings bringt das nichts, weil man kriegt irgendwie kein Erz. So. Weil das hier habe ich nie gefunden. Ich bin immer da rein, bla bla bla. Aber das hier runter habe ich nie gefunden. Jetzt reden wir nochmal mit Snipes. Snipes ist hier in Ladena City, aber okay. Wie sieht's aus? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Wenn du Aaron dazu kriegst, dass er von der Truhe abhaut, dann gebe ich dir 10 Erz. Okay. Wir sehen uns. Na, aber...
Ian schickt mich, du sollst sofort zu ihm kommen. Ian schickt mich, du sollst sofort zu ihm kommen. Was will er denn? Keine Ahnung, wird er dir schon selber sagen. Keine Ahnung, das wird ihn dir schon selber sagen. Glaubst du, er erzählt mir sowas? Dann werde ich mal zu ihm gehen. Jo. So, jetzt kriegen wir 10 Erzbrocken. Du schuldest mir 10 Erz. Hier, die 10 Erz hast du dir verdient. Ach, noch was. Den Schlüssel für seine Truhe habe ich auch. Für dich nur 30 Erz. Gib mir den Schlüssel. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. So, ich frage mich, was dein Gewinn an der Sache ist. Ich freue mich immer, wenn ich den Gardisten eins auswischen kann. Und wenn die den Inhalt der Truhe bei mir finden, bin ich dran. Jetzt haben wir insgesamt ein Minus von 20 Erz gemacht, nur dafür, dass wir in die Kiste kommen. Aber da sind 72 Erzbrocken drin. Also haben wir jetzt schon ein Plus von 52. Und jetzt werden wir den Schlüssel noch seine eigenen Schlüssel werden wir an ihn verkaufen für, ich glaube, 25 Erz waren das. Das heißt, wir haben insgesamt ein Plus von 77 Erz gemacht. Und so dumm ist das gar nicht. Hey, du! Jo. Wenn du mich noch einmal so verarschst, dann gibt's eine ordentliche Tracht Prügel, verstanden? Jo, alles klärchen, Wunderbärchen. Hey, vermisst du nicht deinen Truhenschlüssel? Tatsächlich. Ich will gar nicht wissen, woher oder warum du etwas über den Schlüssel weißt. Aber ich gebe dir 20 Erz, wenn du mir meinen Schlüssel wiederholst. 20? Okay. Hier ist dein Schlüssel. Tatsächlich. Also, wie abgemacht, hier sind 20 Erz für dich. Du solltest dich aber in Zukunft vorsehen. Ab jetzt habe ich ein Auge auf dich. Ab jetzt habe ich ein Auge auf dich. Du sollst dir mal selber zuhören, Alter. Ian, gib mir die Liste. Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. Alles gleich, ein Wunderbärchen. Oh nee, das wollte ich gar nicht. Bla bla bla. Ich schau mich mal. Mach keine Ärger, bla bla bla. So, jetzt gucken wir mal so. Bedarfsliste. Ian, der Boss der alten Mine, hat auf dieser Liste seinen Bedarf an Vorräten aufgeführt. Bedarfsliste. 20 Laib Brot, diesmal aber nicht das verschimmelte. 25 bis 30 Äpfel, 10 Käse, eine Sumpfkelle, eine Suppenkelle, eine Bürste, 5 Spitzhacken und 3 Hämmer und reichlich Sumpfkraut. Weißt ja, die erste Lieferung im Monat. Die Lieferung sollte übermorgen da sein. Ian. Jetzt gehen wir zurück ins alte Lager, gehen zu Mordrake. Und mit Mordrake gehen wir dann zum neuen Lager. Beim neuen Lager angekommen, gehen wir zu Laris, geben ihm die Liste, der ändert die, dann gehen wir wieder zum alten Lager. Und ja, wir haben einen fetten Plus bei den neuen Lager gemacht und jede Menge Erfahrung. Kann man mit dir noch reden? Nope. Wir sehen uns. Ja, aber sicher doch. So, weiter geht's. Spider-Pig. Es tut mir leid, wenn ich euch nicht alles zeigen kann, aber ich will das... ich könnte euch schon alles zeigen, aber ich will das Let's Play halt nur so ziemlich auf die Story einschränken, weil Gothic ist ein ziemlich großes Spiel, wo man ziemlich viel machen kann. Und ich will es nicht länger ziehen, als es sowieso schon ist. Hallo Drake. Kennst du Uncharted? Hast du da vielleicht mitgespielt? Nein? Okay. Nein? Okay. Spider-Schwein. Mach hinne. Dankeschön. Nochmal speichern. Jo.
Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Achso, bei der Gelegenheit kann ich gleich mal ein bisschen Werbung machen. Schaut einfach mal auf goblinlp.lima-city.de/goblinlp.html vorbei. Ich hoffe, das war der richtige Link, aber guckt einfach mal in die Beschreibung. Und auf meiner YouTube-Seite bei Website ist es auch nochmal verlinkt. Das ist meine Homepage, da sind alle Videos auch zu finden zu GTA und COD und Minecraft und ja. Und ja. Gothic ab heute auch. Da ist der Wolf. Haha. Kriegst mich nicht. Jo. Jo, jo, was geht? I am a Gangster. Ja, genau, lass mich sterben, Arschloch. Unfreundliches Pack. Wow, 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 wow. Chill, Digga, chill. Wir haben ja schon 10 Lehrpunkte. Finde ich cool. Jetzt zum Mordweg. Kann schon sein. Man muss eben aufpassen. Hallo Sly. Wie geht es dir, Sly? Ich mag dich, Sly. Nicht. Whistler hat mich nicht gesehen. Ich würde gerne mal irgendwo pennen. Hallo Mordwick. Wenn du meinst? Du hast ein Problem. Du hast ein Problem. Ach, und das wäre? Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So? Dann sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gomez zu arbeiten. Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Und wenn ich... Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen wollte, könntest du mir dabei helfen. Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir direkt losgehen. Ich kann dich zu Laris bringen. Er ist der Kopf unserer Bande. Aber wenn du lieber versuchen willst, mich aus dem Lager zu prügeln, bitte. Lass uns zum neuen Lager gehen. Lass uns zum neuen Lager gehen. Gut. Folge mir. Ich folge dir, aber vorher werde ich noch speichern und einen Blick in mein Tagebüchlein werfen. Tagebüchlein. Prüfung des Vertrauens. Ihr hat mir die Liste einer... Liste ohne Probleme übergeben. Auftrag von Torus, bla bla. Steht nicht viel drin. Komm, Mardwack. Oh nein. Hey du! Dich! Das ist kein Wunder, ich bin auch erst seit kurzem. Dann pass gut auf dich auf! Halt deine Fresse, Mann, wie du mich erlaufen. Geht mir nicht erlaufen, sag man. Ich will nur abhauen.
Ob ich ihn hier rüber locken kann? Nö, kann ich nicht. Aber ich kann die zu ihm locken. Hahaha. Kommt doch einfach her. Ah, nein, 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 nein. Mann! Er bewegt sich einfach nicht. Neues Lager. Vergessen wir das. Vergotten wir das. Was? Hier habe ich gespeichert? Darf ich mir die Scheiße nochmal anhören? Hör gar nicht, lol. Auch gut. Ich sammle das jetzt auch nicht ein, habe ich keinen Bock drauf. So, Leute. Leute. Ja, ich weiß jetzt nicht so, was ich erzählen soll. Wir gehen halt hinter dem Typen hinterher und versuchen dabei nicht drauf zu gehen. Jetzt hat sich das Spiel aufgehangen. Klasse. Okay, Leute, wir sehen uns hier wieder. So, Leute, beim letzten Mal ist mein Spiel abgeschissen. Dann durfte ich meinen Computer neu starten. Und jetzt komme ich immer mehr ins Internet. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nie wieder Internet haben. Und ihr werdet dies hier niemals sehen. Aber ich will in mein scheiß Internet rein. Fuck. Naja, egal. Nehme ich erstmal auf. Habe ich mehr Zeit zum Bearbeiten der Videos. Muhaha. Ja, hoffentlich schmiert das Spiel nicht wieder an dieser Stelle ab, weil das wäre sehr, sehr abgefuckt. Vor allem das Geile ist, er tötet die. Wir nehmen uns das Fleisch und kriegen ja Erfahrung. Wir machen aber eigentlich gar nichts. Im Grunde macht er das alles. Naja, später dann, wenn wir auch coole Waffen haben und alles. Gute Rüstung, dann können die Viecher uns so gut wie nichts mehr anhaben und wir one-hitten die dann einfach. Nicht weil wir können, sondern weil wir cool sind. Und gleich wird Mordrak einen Fehler begehen, denn er wird einen Goblin töten. Einen sehr bösen Fehler. Nee, da. Noch ein bisschen. Pokodomene, dem Superwohnmarkt. Mensch. Ja, da kannst du runterfallen. Wenn du mich verarschen willst, ne? Hast du den Falschen ausgesucht. Hör auf den Goblin zu töten. Oha. Rostiges Schwert. Du machst dir damit keine Freunde, das weißt du aber, ne? Dreckiger. Nee. Ich krieg dich noch. Ja. Erledigt halt die ganzen Viecher für uns und wir laufen vorbei und
sammeln alles ein, was wir brauchen. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt der, die das Biene zu, der, die das Stachelschwein. Oder vorne ist Adian. Ich glaube, er hieß Adian. Oder Aiden? Aiden. Na, egal. Ich hab gepupst. Und es stinkt. Jo. Jetzt klingelt mein Handy. Bis gleich, Leute.